doch, wer bin ich eigentlich? Wer ist diese Vanessa Gattung, die so verrückt ist und in Papenburg Bürgermeisterin werden möchte? Was ist meine Motivation? Was treibt mich an? Aber was sind auch meine Ziele für Papenburg? Ich fange vielleicht einfach mal ganz von vorne an und sage, dass ich 1989 in Offenbach geboren wurde, in Offenbach am Main. Ich muss also zugeben, ich bin keine gebürtige Papenburgerin, aber ich bin hier aufgewachsen und groß geworden. Als wir 1997 nach Papenburg gezogen sind, übernahmen meine Eltern das Café Stöfchen am Obenende meiner Großeltern. Viele können sich vielleicht noch an die legendäre Buchweizen-Torte erinnern, die auch weit über die Grenzen von Papenburg hinaus berühmt war, an die Schwarzwälder Kirschtorte oder auch an die Himmelstorte. Mein persönlicher Favorit war immer der Bernsteinkuchen. Ein ganz besonderes Highlight war hier auch damals immer die Verkleidung des Café Stöfchens als Lebkuchenhaus. Dazu muss ich sagen, das hat mein Opa immer ganz alleine gemacht. Und ich freue mich auch, dass er heute hier ist. Er sitzt da vorne. Also er hatte damals die kreativen Ideen und hat das Café Stöfchen in so einem tollen Glanz erstrahlen lassen. In meiner Jugend, und das wissen heute wahrscheinlich die wenigsten, war ich tatsächlich ein Karate-Kid. Natürlich mindestens genauso gut wie das Original, also halbwegs. Also 2001 hat es zumindest für die Vize-Landesmeisterschaft im Kumite gereicht, also im Zweikampf. Und damals war ich sehr stolz, nur wie das so immer ist, hat man in der Jugend dann irgendwann doch andere Pläne. Und damit, im Nachhinein tut es mir natürlich leid, dass ich aufgehört habe, aber damals habe ich es leider nicht weiter verfolgt. Auch im Papenburger Karnevalsverein war ich eine Zeit lang aktiv. Im Tambourkorps marschierte ich so bei einigen Schieß- und Schützenfesten mit. Und das war natürlich auch eine sehr spannende Zeit und hat mir einen tiefen Einblick gegeben in, in die Feierkultur der Papenburgerinnen und Papenburger. Aber vielleicht jetzt erstmal genug zu den Fun Facts über mich. Kommen wir zu meinem Schulabschluss. Meinen Realschulabschluss erwarb ich an der Realschule Papenburg, der heutigen Heinrich-von-Kleist-Schule. Während meiner anschließenden Schulzeit an der Fachoberschule für Soziales und Gesundheit arbeitete ich für jeweils ein halbes Jahr im Kindergarten St. Michael, im Alten- und Pflegeheim Johannesstift und im Jugendzentrum Papenburg, was wir ja auch direkt hier sehen. Ich bekam also schon früh einen Einblick in die Arbeit mit verschiedenen Altersgruppen. Nach meinem Abschluss dann an der FOS und vor der Aufnahme meines Studiums wollte ich zunächst noch in die weite Welt hinaus. Im Alter von 18 Jahren ging ich also für knapp 2 Jahre in die USA, um dort als Au-pair zu arbeiten. Ich war damals in Minnesota und ich kann euch sagen, das Wetter kommt dem hier ganz nah. Das ist Minnesota, liegt ja an der kanadischen Grenze und dort hatten wir auch teilweise Winter mit bis zu minus 30 Grad. Dort passte ich auf 2-jährige Zwillinge auf, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, denn in einem fremden Land Verantwortung für Kinder zu übernehmen, ließ mich über mich hinauswachsen. Zurück in Deutschland studierte ich Gerontologie, Alterswissenschaften. Es hat also nichts mit Steinen zu tun. Gerontologie studierte ich an der Universität Vechta. 2017 schloss ich auch dort mein Masterstudium ab und im Laufe meines Studiums sammelte ich außerdem auch noch weitere Auslandserfahrungen in Ecuador. Dort studierte ich für 6 Monate Psychologie in Ibarra und durfte in eine völlig neue Welt eintauchen. Weit entfernt von touristischen Zentren lernte ich die Kultur und die Menschen hautnah kennen. Zurzeit arbeite ich für die Universität und Hochschule Osnabrück als Transfermanagerin für Gesundheit und Digitalisierung. Und nein, als Transfermanagerin transferiere ich keine Fußballprofis. Stattdessen bin ich dafür verantwortlich, das in der Hochschule entstandene Wissen in die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik hinauszutragen, damit man eben auch von diesem Wissen in der Gesellschaft profitieren kann. Teil meiner Aufgabe dort ist es außerdem, Gesundheitsversorgung mittels innovativer Projekte neu zu denken und zukunftsfähig zu gestalten.